Moin Moin, was geht ab Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von mir. Heute reagieren wir auf Pumping Monkey, auf das neueste Video. Es ist wieder passiert, ja. Was ist passiert, wissen wir nicht, das werden wir wahrscheinlich jetzt herausfinden. Ich nehme mal an, Tinder, ich sehe nur zwei Fußballmannschaften, ja. Hier, Startelf, links, rechts, der FC Barcelona gegen den Real Madrid, El Clasico, Digga. Sanki Nationalhymne kommt gleich. Okay, let's go. So, Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ihr könnt schon sehen, heute sind wir in meiner Stadt Ingenhausen. Wo? Ingenhausen? Oder wo wohnt der? Aber die Stadt kenne ich gar nicht. Sorry, ich weiß Bescheid. Dann würde ich mal sagen, heute werdet ihr auf jeden Fall ein paar Gehirnzellen verlieren. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall, oder? Der Alpha sieht genau aus wie dieser Kirmesgänger, der immer auf der Kirmes arbeitet, bei Autoscooter, Digga. Der steht bei Autoscooter und der ist meistens immer hinten drauf. Der hält sich an dieser langen Säule fest, wo das beim Auto ist hinten. Der fährt dann kurz mit, springt kurz ab, gibt den Leuten die Chips, macht das in Ordnung, der sieht genau da raus, Digga. Gelnhausen, ihr wisst Bescheid, ich komme aus Gelnhausen. Heute wird Geilenhausen, hat der gesagt. Extrem wild. Ich würde sagen, ich hier die Stadt nicht. Wir checken einmal die Ladies ab. Hey, Applaus, komm. Boah, guckt sie euch mal an. Oh mein Gott, boah, Huda ist einfach dabei, Digga. Pocahontas ist auch am Start. Hermine Granger. Baller, mir wird meine Augen tun wie euch auch, wenn ich diese Kameraführung sehe, diese schlechte Qualität, dieses verzerrte Bild, meine Augen tun richtig weh. Und jetzt die Jungs. Hey, Applaus, komm. Boah, und da sind die Jungs. Chip Doll, Digga. Der zeigt sich einfach nicht. Okay. Aha. Yeah, die sind auf jeden Fall alle am Start. Ladies first, Tinder auf meiner Art. So, dann haben wir schon mal die erste. Stell dich mal vor. Leonie, Thomas Gelnhausen. Leonie, für dich ist das Video okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Für die Eltern Einverständnis. Sieht aber richtig süß aus mit dieser Brille, ne? Mit dieser riesen Brille, Digga. Ja. Wir telefonieren immer vorher. Ich glaube, die hat auf jeden Fall Maximum Sehschwäche, weil ich glaube, das sind richtig stabile Gläser, Digga. Ja, das sieht man. Hey, mit den Eltern deswegen. Ja. Ne? So, du weißt ja, was deine Aufgabe ist, warum du heute hier bist. Was? Ja. Ich muss ihn abchecken und dann. So jawohl. Check ihn mal ab von oben bis unten. Biggie, alle, B.I.G. Leonie checkt jetzt. Okay, ihn ab. Jetzt ja, Fresher Style, ganz okay. Schwarz-weiß, clean. Sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, er ist einfach nicht mein Typ, so. Ich glaube, Leonie steht eher so auf Deutsche. So deutsch-studentenmäßig, so. Warum nicht? Weil, nein, einfach nicht meins. Wobei, der sieht er ja auch eigentlich hell aus. Der sah jetzt nicht wie so ein Pro-Typ Kenneck aus. Was gefällt dir nicht? Er ist Aussehen. Also die Haare und so. Nein, aber... Oder sie will richtigen Prototyp Kenneck, Digga. Was sind denn deine Typen? Der Blonde da, zum Beispiel. Ja, okay. Deutsch. Okay, der Blonde wäre ihr Typ, das hören wir uns dann nachher nochmal. Korrekt gemacht, check. Check, wir hören uns die Meinung von drüben an. Playboy, stell dich mal vor. Mein Name ist Batu. Okay, ich hab ein bisschen heller in Erinnerung von den Haaren und so. Batu? Ja. Grüße gehen raus, Familienbekannte. Batu, für dich Video ist auch okay, dass wir es veröffentlichen. Boah, der ist ja voll nervös, Digga. Ja, normal. Ein Deutsches gerade gerettet. Ja, normal. Check sie mal ab. Der ist ja voll nervös, Digga. Ab von oben bis unten. Batu, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Nein, nicht. Ihre Brillengläser sind größer als die Felgen von meinem Vater. Okay, die gefällt dir nicht? Hä? Digga. Hä? Die ist größer als mein Opa gefühlt. Komm mal her. Riese. Walla, du bist größer als mein Vater. Das Ding ist, du disst mich für Sachen, für die ich gar nichts kann. Reihe. Das ist halt so das Problem, Digga, weil du sagst Sachen gegen mich. Guck mal, der hier, der hat Probleme wie ich mit seinen Augen. Der ist so viel am Zocken nach. Für dich gar nichts kann, so das Angebot, was soll ich machen? Du hast dieselbe Schuhgröße wie Jesus. Wo ist das Problem? Okay. Geht mal wieder in die Reihe. Dann haben wir schon mal die nächste. Hello. Hello. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, und Ihnen? Das Krasseste ist, wir brauchen nicht mal Einverständnis, weil der Papa guckt gerade mit zu. Ja. Schöne Grüße an deinen Vater. Ja. Okay, du weißt ja, was dein... Wie, der ist gerade dabei, oder was? ...deine Aufgabe ist, check mal Chip Tor einmal von oben bis unten. Der Vater so, yeah, der hat's geschafft hinter. Stop, check ihn ab. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil erstens, weil er Albaner ist und zweitens, weil er dünner ist als ich und ein Stock neben mir ist. Boah, der kam jetzt unerwartet, Digga. Wie muss denn dein Typ aussehen? Deutsch, blonde Haare.
Krass, die 2 von 2 wollen deutschblonde Haare, okay. Okay, also er geht gar nicht? Nein, absolut nicht, no go. Blond hast du gesagt? Absolut Wodka, absolut nicht. Sein? Ja, blond, braun. Okay. Und deutsch. Und deutsch. Ja. Gut, was bist du für eine Landsfrau? Ich bin Philippinin und Deutsche. Krass. Ich wollte gerade sagen, korrekt gemacht. 100% der Vater ist deutsch, die Mutter aus Philippinen, weil... Ja, das kann ich mir so vorstellen. Das passt. Der Vater ging Urlaub machen in Philippinen, wollte schön Fisch essen, so dass die Kultur kennenlernen, schön Strand, Meer, diese Insel, die, keine Ahnung, was da alles ist und Sand und so. Dann hat er so eine Philippinerin gesehen. Wow, sieht schön aus. Reine Haut. Die altern ja nicht so schnell, die essen immer sehr gesund und sehen mit 50 noch aus wie 30. Dachte sich so, komm, ich nehme dich mit nach Deutschland, die aus Philippinen sofort. Ja, ich bin gerettet, ich komme nach Deutschland. Das war die Geschichte von den Eltern. Nein, war es nicht, wir hören uns die Meinung von drüben, Mann. So, stell dich mal vor, Jigo. Bruder, ich bin Islam, komm aus Büren, Gihut. Islam, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Kurzer Linksampel. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Vom Aussehen eigentlich schon, aber gerade was sie abgezogen hat und wo ich ihre Stimme gehört habe, die war schon ein bisschen männlich, also nee, eher nicht. Da würde ich lieber Jimmy Neutron daten als sie, Alter. Jimmy Neutron? Okay, warum Jimmy Neutron? Weil die besser und weiblichere Stimme aussieht, er hat als sie. Okay, was sind deine Typen so Geschmack als... Der tut das ein Jimmy Neutron Mädchen wäre, Digga. Aber schon ihr Geschmack, also schon mein Geschmack. Hallo! Okay, weiter. Aber da ihr Charakter gerade nicht fest ist, Bruder, ich achte schon sehr auf Charakter. Das ist halt schon scheiße, dass sie mich beleidigt hat als Stock. Ich bin. Okay. Stark, stark. Ich bin zwar kein Stock, das ist alles Muskelmasse, was ich hab. Hast du gehört, das ist alles Muskeln, was er hat? Komm mal her. Nee, danke. Bevor ich deine Arme anfasse, kann ich auch einen Stock anfassen. Das ist genau gleich. Aber tut mir leid, Cinderella, dass du mich hast. Boah, der arme Walla, der wird auseinandergenommen, aber richtig. Alter, tut mir leid, Cinderella, dass du nur einen Stock anfasst. Aber lieber würde ich halt einen Stock anfassen als dich, Alter. Weißt du, wie du aussiehst? Okay, okay, geht mal wieder in die Reihe. Weißt du? So, dann haben wir... Boah, ich hab mich da richtig cringe vorkommen, Digga, Alter. Boah. Schon mal hier eine Legende, stell dich vor. Ewa, Bruder, mein Name. Ewa. Bruder, was geht ab? Nix bei dir. Tschüss, Digga. Man erkennt die ja kaum wieder, sind das Kontaktlinsen? Ja, ne? Lashes länger als meine Haare, Digga. Kontaktlinsen, die ist hier, das ist zu viel. Alles klar, ja? Ja, sowieso. Du weißt, was heute deine Auf... Ich glaube, die ist ja eigentlich nicht mal hässlich, ne? Also, würden viele Frauen sind leider so, die, meiner Meinung nach, die sehen eigentlich recht gut aus. Die haben, die sind so von Natur aus schön, die haben so reine Haut... Augenfarbe, sei es braun und schwarz, ist auch egal. Das macht auch einen Menschen aus, weißt du? So, diese Augenfarbe, die du hast, die steht dir einfach. Deswegen bist du damit geboren, weißt du? So blau wird dir einfach nicht stehen. So, ich finde immer, das, was du hast, das steht dir so oder so, weißt du? Das macht dich aus. Und dann gibt es mal wieder Frauen, die müssen übertreiben. Guck mal, das ist zum Beispiel viel zu lang. Das sieht gar nicht mehr schön aus. Das sieht meiner Meinung nach richtig hässlich aus. Kontaktlinsen verstellen einen Menschen richtig und lassen einen Menschen richtig unnatürlich wirken. So vor allem, wenn du dann noch so Lippen gespritzt hast oder zu viel Make-up, Augenbrauen richtig dick fett angemalt und dann noch dieses Kontaktlinsen, Fake-Augen, also Fake-Augenfarbe und so weiter, wenn du das noch dazu gibst, das sieht dann zu unnatürlich aus. Das ist viel zu viel. Und das, Frauen, das braucht ihr nicht. Lieber mal so dezent schmecken, nur so wenig oder gar nicht. Einfach mal schöne Bräune, geh von mir aus die Sonnenbank, geh in den Urlaub, Digga, komm mit der Bräune zurück, machst du Creme auf Gesicht und dann bist du clean, Digga. Ist viel, viel besser. Ist auch besser für deine Haut, dann arbeitet deine Haut besser. Kriegst auch nicht so viel Pickel mit deinem Make-up da. Aufgabe ist? Ja, ja. Check ihn mal ab von oben. Aber Frauen denken sich, nö, ich will schön aussehen, ich mach Make-up und wenn ich unreine Haut bekomme, überschminke ich diese unreine Haut einfach wieder. Oben bis unten. I've been really trying, baby. Hast du diese Bewegung gesehen? Ja, ja, auf jeden Fall nicht sexy, nicht mein Fall. Wartet, ey! Die sagt jetzt, ich will so einen Jigo, der Bauch hat. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Nein? Ist warum nicht? Ist nicht auf gar keinen Fall mein Fall, auf jeden Fall. Ist einfach. Ist auf gar keinen Fall mein Fall, auf jeden Fall. Nicht mein Ding. Du stehst. Wasserfall. Ist nicht auf Muskeln? Auf sowas nicht. Was gefällt dir nicht an ihm? Sein Kopf? Sein Gesicht. Sein Kopf, sein Gesicht. Was sind deine Typen, Bruder? Baba Marokkaner Seiten auf Null. Okay, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Dankeschön. Muskelman, stell dich mal vor. Ich bin 19, Antonio.
Antonio, woher kommst du? Bayern. Wie oft trainierst du? Einmal die Woche. Einmal die Woche? Ja. Konnt ihr dir die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Check mal Hut einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Okay. Red ich mal. Bin ich dein Hund oder was? Was? Ob sie dein Hund ist? Kannst du werden, ja? Ja, deine Mutter kann ein Was, meine Mutter? Ich habe mehr Brust als du. Warte, der Typ ist auf jeden Fall maximum komisch. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much giving. Ich habe mehr Brust als du in deinem Leben hast. Kondale, was? Haben wirst. Das ist Blamage, Leute. Warte mal, ey, was hast du heute genommen? Kaugummi. Mach mal nochmal. Mach mal Platz. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Leute, Zirkus geworden hier. Du trainierst einmal die Woche? Ja, Bruder. Und wie viel Testo nimmst du, damit das so aussieht? Null. Null? Ja, aber die Woche ist auf jeden Fall gelogen. Du bist 19. Also Huda ist nicht dein Geschmack? Nein. Warum? Die hat viel zu viel im Internet rumgezeigt. Was denn? Ja, wird ja rumgezählt, so weißt du. Er ist sowieso kein nicht dein. Man merkt, der Typ, der hat ein bisschen so. Entweder hat er was getrunken oder der ist einfach nicht ganz sauber im Kopf, Digga. Da sind verschrauben locker. Sache. Du springst dich viel zu viel, Mann. Also der hängt so ein bisschen so, oder wie soll ich das. Keine Ahnung, Digga, das ist immer komisch. Hat das jetzt damit zu tun, du Opfer? Okay, wie heißt du nochmal? Antonio. Antonio, ich glaube, du hast einige Mädels, die dich haben wollen, oder? Ja, Bruder, aber ich will die eine richtige haben. Okay. Ich will, die mein Herz will. Stramm, stramm. Und ich meinen Körper will. Sehr gut gemacht, check. Okay, wir gehen ein zweiter, let's go. Hi. Hi. Was geht ab? Nix, bei dir? Stell dich mal vor. Der sieht sympathisch aus. Oh, Alter. Hi, ich bin Julia, bin 17 Jahre alt. Wayo. Was ist dir alles im Gesicht, Digga? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte sehe ich. Ich komme aus Gelnhausen und ich bin Pole. Julia, für dich ist das Video okay? Ja, das klar. Ist veröffentlicht? Ja. Sind das damit so dran geklebt oder sind das Piercings überall? Dein Einverständnis? Ja. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Krasse Sache auf jeden Fall. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nee, nicht so mein Typ. Also er muss ein bisschen größer sein und längere Haare. Längere Haare? Ja, und er ist einfach zu klein. Er müsste schon größer sein. Wenn ich hohe Schuhe anhab, dann bin ich größer. Frauen mit 1,50, ja, er muss 2 Meter sein. Als der. Was sind deine Typen? Ja, einfach größer. Was? Du bist nur 1,80? Alter, ich könnte deine Mutter sein, Frau mit 1,60. Und dunklere Haare, auf jeden okay. Fall. Sehr, sehr korrekt gemacht, check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Diego! Stellen Sie sich bitte einmal vor. Bruder, ich heiße Musa, bin aus Mönchengladbach. Okay, Musa, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying. Bruder, hier, Nase ist krass. Oben. Wenn das ein Piercing ist, heftig. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Ich sag dir ehrlich, das wäre ehrlich nicht mein Fall. Die sieht aus wie Eminem im Periode am. Terry, ein bisschen lustig. Guck mal, Alhamdulillah, ich bin Moslem, Bruder. Ich hab Miss Piggy in Person vor mir hier. Fühlst du dich jetzt irgendwie krass oder so, wenn du mich beleidigst? Ich äußere meine Meinung. Sonst nix. Ich bin voll respektlos geblieben, aber keine Ahnung. Respektlos. Okay, geht mal bitte wieder in die Reihe. Ich bin wirklich respektlos. Ich bin sprachlos von diesem Kampf heute. Ich hab's gerade. Okay. Du bist kleiner als mein. Was willst du eigentlich? Guck mal, wie klein du bist. Hast du Junge oder was? Hast du das gehört? Ja, Mann, ja, geh zu Burak, nach FFM. Keine Ahnung, er gefällt mir nicht, er ist respektlos. Mag ich. Sehr, ne? Ja. Boah, Digga, ist das so ein Piercing da drin, ne? Sehr asozial. Oder dran geklebt. Ja. Willkommen in Gelnhausen. Oder nur asozial, nur weil die ihr Bauch am letzten Mal bei ihrer Geburt gesehen habt, Bruder. Sehr. Ich hab den Satz nicht verstanden. Sehr asozial, Escalation. Wir machen weiter. Stell dir dich mal vor. Hallo, ich bin die Yamina. Auch Piercing, der hat alle neue Piercing. Ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Bosnien. Bosnien? Würde ich das Video auch okay, dass sie es veröffentlichen? Ja. Emina, check mal Eminem von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Okay, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Also, um ehrlich zu sein, der ist schon süß. Der ist schon süß.
Der ist schon süß. Süß? Der sieht nicht schlecht aus und so. Wow. Aber um zu daten, muss ich halt kennenlernen. Weißt du, Persönlichkeit ist mir sehr wichtig, aber so an sich, erster Blick, warum nicht? Ja, sehr, sehr gute Antwort. Der erste, sag ich mal, Augenkontakt, der muss schon stimmen, so das Optische, das muss dir auch schon gefallen, du musst ja damit schon zufrieden sein, weil du kannst nicht mit etwas zufrieden sein, was dir von außen nicht gefällt. Es ist einfach so, das ist ein Fakt. Aber was wichtiger ist, ist natürlich das andere, gute Antwort. Hey, sie würde dich daten. Sie hat schon mal sehr korrekt gemacht. Dankeschön. Wir hören uns die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Ich glaube, er sagt nein. Ich bin Victor, bin 17. Lass mich überlegen, sagt er ja oder nein? Ich glaube, der sagt, ich tendiere auf vielleicht nein, eher nein. Ole, okay. Check sie mal ab von oben bis unten. Really so 50-50. Sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Also ich sag ehrlich, nein, sie ist hübsch, aber es ist halt nicht mein Fall. Okay. Weil einmal, ich feiere die Schuhe gar nicht, das ist so gar nicht mein Fall. Das so erinnert mich so ein bisschen an Stripper von 1990, so auf den, das ist nicht mein. Film mal. Aha, okay, hat gelacht. Ihre Schuhe? Aber zeig uns mal deine Schuhe. Boah, ich finde die eigentlich cool, Alter. Falsche Hose drüber, darauf so eine recht enge, also was heißt enge, so normale enge Jeans halt, die nicht unten breit ist, darauf so eine vielleicht entweder schwarze oder blaue Jeans, die unten eng verläuft, solche Schuhe, so, das ist eigentlich cool aus, Digga, warum nicht? Ich finde, also ich muss sagen, die Schuhe sind schön sexy. Ich finde, sie hat eine schöne Jacke. Ja. Der Ole mir dreht nicht, der wie viel Auto wert, du sollst Dings am Ende Gesicht. Ihre Haarfarbe mag ich, weil ich bin mehr so blondin. Hey, yo! Bei dunkel, okay. Erinnert mich so. Hast du noch was auszusetzen? Hast du noch so einen Wunsch? Nee, ich führe diese Dinger hier in den Lippen nicht, die Piercings. Sie ist Bosnierin. So okay, dankeschön. So ganz aus wie so dumm. Sehr korrekt gemacht. Hübsches Mädchen, sehr korrekt gemacht. Nadja, komm mal her. Dann sind wir auch schon bei der letzten. Brech deine Nase. Was geht ab, Leute? Hier ist Nadja. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier einen Typ bewerten. Nadja, check den ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil ich bin nicht auf Typsuche. Und guck mal, ich habe keinen Bock zu schießen, weil es ist nicht mein Niveau, weißt du? Okay. Ja. Aber er ist gar nicht dein Typ? Nein. Okay, korrekt gemacht, Nadja. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Ja. Stell dich mal vor. Ich bin Anni, ich komme aus Mönchengladbach. Ja. Bin 20 Jahre alt. Ja. Okay. Ich glaube, der wird schießen, das ist ein bisschen aufgedreht. Okay, check mal Nadja von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. Würdest du Nadja daten? Ja, nein, begründe es. Erstmal diese Posen, die sie gerade gemacht hat, kann sie sich sonst wohin stecken. Und auf jeden Fall, gar kein Fall ist nicht mein Typ, weil ich stehe nicht auf Frauen, die lutschen. Die was? Dazu zu niveaulosem Schießen. Was hat sie gesagt? Niveauloses Schießen. Man schießt gegen dich, weil du selber Preis gibst. Wie gebe ich mich deinen Preis? Mit Jogginganzug. Nee, ich rede nicht vom Jogginganzug, ich rede das Junge lutschen. Anstatt hast du so eine Krise, Geldkrise? Oh. Was ist da passiert? Geldkrise? Ach krass, das ich sehe. Die hat irgendwas mit einer Flasche auf ihn gekillt. Das hat die auf jeden Fall hart getroffen, was der gesagt hat. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber hier sieht man irgendeine Flüssigkeit aus dem Glas, aus einer Glasflasche auf seine Weste. Ah. Miese. Alles cool, Bruder, alles cool. Wallah, Frauen, die sich aufregen, man weiß, dass sie Unrecht haben. Nadja, ganz ruhig, was sagst du zu ihm? Das stimmt, sie hat gerade damit gezeigt, dass es sie getroffen hat und das darfst du nicht machen. Du darfst nicht zeigen, dass es dich trifft. Das war gerade eine falsche Reaktion. Asozial? Ja, richtig. Richtig? Ja, unnötig. Guck mal, der kann seine Mutter ein... Schöre. Ja. Cola, was ist? Digga, was wird da die ganze Zeit zensiert? Ey, scheiß mal auf Cola, aber seid ihr im neuen Jackson 5 oder warum rappt dein Bruder? Oh! Was sagst du? Sohn. Hey, warum fängst du auf einmal mit Cola an zu schütteln? Hast du eine Krise? Wallah, nein. Hä? Nein.
Alp. Kannst du ins Gericht sein? Aber egal, muss man dir ja nicht sagen. Muss man dir ja nicht sagen. Wallah haram, was ist da was? Juckt mich nicht. Okay, es ist sehr asozial geworden. Das war mal wieder Gelnhausen. Gelnhausen ist gleich. Gelnhausen, was geht ab? Okay, das war's. Okay, das war's mit dem Video. Tinder aus Gelnhausen nehme ich mal an, Digga. Okay, das war's. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.